Danke sehr. Und nun ist Herr Klaus Buchner am Wort, ebenfalls für eine Minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Im deutschen Fernsehen wurde ein Fischer aus Westafrika interviewt, der zu Hause nichts mehr verdienen kann, weil europäische Schiffe die Küste leerfischen. Er hat kein Asyl bekommen. Er wurde als sogenannter Wirtschaftsflüchtling wieder nach Hause geschickt. Natürlich gibt es auch in Afrika viele Fluchtursachen, darunter auch viele Selbstverschuldete. Aber es ist doch die EU, die mit ihren Handelsabkommen diese Länder regelrecht aussaugt. Ich darf daran erinnern, dass die Landwirtschaft dieser Länder gezwungen wird, für uns billigen Kaffee, Tee, Kakao, Südfrüchte zu liefern. Dass der Aufbau einer eigenen Maschinenwirtschaft verhindert wird durch die Zollabkommen. Das bedeutet, dass eben diese Wirtschaft nicht hochkommen kann. Die EU verwendet sogar Gelder, die eigentlich für die Entwicklungshilfe vorgesehen waren, um Länder aufzurüsten, um sie mit Gewalt und die Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Das ist ein Skandal, das muss sich ändern. Danke, Herr Buchner. Der nächste Redner ist nun Herr David Coburn für eine Minute. Thank you very much. Thank you very much, Madam President. This report seeks to paint any criticism of the failed and discredited policy of mass migration as xenophobic.